Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten XXL-Aktenvernichter. Diese Modelle, die wir euch heute vorstellen wollen, kommen alle mit einer sehr starken Leistung und auch hohen Kapazität zum Vernichten von vielen Dokumenten, CDs oder anderen Dingen. Viel Spaß nun also bei dieser Vorstellung. Für weitere Infos zu den Aktenvernichtern könnt ihr nach dem Video auch gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Dort haben wir euch alle drei Modelle zur weiteren Recherche verlinkt. Starten wir nun aber gleich mit dem ersten XXL-Aktenvernichter. Dies ist noch das Modell aus der geringsten Kapazitätsklasse, trotzdem schon ein echter Profivernichter. Es handelt sich um den Wolverine SD9112. Der Wolverine Aktenvernichter kann bis zu 10 Blatt gleichzeitig in sehr kleine 2x12 mm kleine Stücke zerkleinern. Auch kann das eingebaute Messer im CD-Schlitz eine CD oder auch Kreditkarte in drei Streifen schneiden. Dabei ermöglicht das patentierte Kühlsystem eine durchgehende Nutzung von bis zu 60 Minuten, wobei das Modell eine Vernichtungsgeschwindigkeit von 2 Meter Papier pro Minute besitzt. In dem großen Auffangbehälter, welcher eine Kapazität von 21 Litern besitzt, können die Überbleibsel dann aufbewahrt und auch sehr leicht anschließend entsorgt werden. Das Schneidegerät, welches hier verbaut ist, besteht aus legiertem Stahl und ist selbstschmierend, besitzt eine außerordentlich hohe Härte und Verschleißfestigkeit, womit das Modell selbst die Fähigkeit hat, Büroklammern, Heftklammern und wie gesagt Kreditkarten zu zerkleinern. Ein sehr leistungsstarker und großer Aktenvernichter, zudem arbeitet das Modell mit 54 Dezibel auch noch sehr, sehr leise. Mehr Infos zu diesem ersten Profi-Aktenvernichter aus dem Vergleich über den ersten Link in der Videobeschreibung. Jetzt folgen nur noch Modelle, welche noch leistungsstärker und noch größer sind. Zum Beispiel das nächste Modell, den LMG Profi-Vernichter, welcher bis zu 180 Blatt mit nur einem Klick vernichten kann. Ja, richtig gehört, bis zu 180 Blatt können hier vernichtet werden. Zudem ist das Modell mit seinem leistungsstarken Motor und Schneidewerk auch für das Vernichten von Plastikkarten, Heftklammern, Büroklammern oder Pappe geeignet. Geschnitten werden die Stücken dann sehr geräuscharm in 4x12 mm Schnipsel. Genau wie der Wolverine-Vernichter arbeitet dieses Modell ebenfalls bei 58 Dezibel. Der auf 360 Grad Rollen stehende Aktenvernichter besitzt ein 32 Liter Behältervolumen, welches mit einem Sichtfenster ausgestattet ist. Damit hat man nicht nur außerordentlich viel Kapazität, sondern kann auch jederzeit beobachten, wann das Modell geleert werden muss. Zudem überzeugt der LMG-Aktenvernichter durch eine sehr gute Bedienung mit Touch-Sensortasten und einem LCD-Display. Auch kann man durch die große Öffnung die Blätter hier sehr einfach einlegen, drückt die Starttaste und kann den Schredderer dann arbeiten lassen. Des Weiteren ist eine automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung, ein Überhitzungsschutz sowie auch eine Rücklauffunktion bei Verstopfungen dabei. Ein sehr starkes Modell von einem sehr starken deutschen Hersteller. Dieser gibt hier noch einmal 2 Jahre Garantie auf den Profi-Vernichter oben rauf, sodass man sich auch sicher sein kann, hier ein hochwertiges Modell zu kaufen. Das sehen so auch die allermeisten Kunden. Es hat eine Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Stimmen bekommen. Einziger kleiner Nachteil bei diesem Modell ist, dass wir hier keine CDs schreddern können. Das ist dann wieder beim nächsten Modell möglich. Als drittes und letztes möchten wir euch das leistungsstärkste und auch größte Modell vorstellen. Es handelt sich um den Dahle Shredmatic 300. Auch dieses Modell kommt mit einer Autofeed-Funktion, bei der sich das Modell von alleine die Blätter einzieht. Bis zu 300 Stück A4-Papier kann dieser Aktenvernichter mit einem Durchgang schreddern. Dabei werden hier 14 Blatt Papier gleichzeitig eingezogen. Zum Vergleich, bei den beiden zuvor vorgestellten Modellen waren es jeweils 10 Blatt. Damit kann das Modell sehr schnell arbeiten. Die 300 Blätter sind in weniger als 9 Minuten alle vernichtet. Zudem überzeugt das Modell durch auch eine besonders hohe Laufzeit. Mehr als 480 Minuten kann das Gerät am Stück arbeiten, bevor es sich durch den integrierten Überhitzungsschutz abschaltet. Die maximale Schnittgeschwindigkeit liegt hier bei 2,5 Meter pro Minute, ebenfalls der Bestwert im Vergleich. Damit ist es bestens für industriellen und den professionellen Gebrauch geeignet und überzeugt passend dazu auch durch mit 40 Liter das größte Fassungsvermögen.
Möglich machen all dies der Hochleistungs 650 Watt Motor sowie auch die starken Schneidewalzen. Die High Performance Matrix Verbundstahlwalzen sorgen nicht nur für eine sehr starke Schneidequalität, sondern garantieren auch eine lange Lebensdauer. Weiterhin überzeugt das Modell durch seinen wartungsarmen Gebrauch, sein simples, aber funktionales Design mit einfacher Bedienoberfläche sowie durch seine 1 Jahres Herstellergarantie. Mehr Infos zum Shredmatic 300 von Dale über den dritten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich hier um das leistungsstärkste und auch größte Modell im Vergleich, welches ebenfalls auch CDs und DVDs vernichten kann. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort unten in der Beschreibung findet ihr auch alle weiteren Infos zu, wie gesagt, dem Wolverine oder dem LMG-Modell. Hoffentlich konnte euch dieses Video nun etwas weiterhelfen. Wenn ja, lasst uns doch bitte eine Bewertung und ein Abo da und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.